Hier sehen die Dörpioten, Knorker, willkommen im Truck Simulator Nummer 2 in meinem, was habe ich heute, in Scania, glaube ich. Und ja, letztes Mal haben wir hier, mich hier zur Ruhe gelegt, weil ich einfach müde wie ein Känguru war und habe hier einfach etwas unsachgemäß geparkt auf dem, naja, teilweise auf dem durchgezogenen und auf dem durchgestrichelten Streifen. Ja, dann lasst es schon alle weg hier, die letztes Mal hier geparkt hatten. Und ja, was ich mich gerade frage, kann man auch aussteigen, ein bisschen rumlaufen? Muss ich mal rausfinden. Ich glaube ja irgendwie nicht. Aber ich habe es hier, zack, auf die Taste gelegt. Motor an. Aber gar, Motor ausmachen. Aha, Licht ist schon an. Praktisch, praktisch. Was ich gemacht habe, ich habe hier das Display auch auf mein Lenkrad gelegt. Ich habe jetzt so ziemlich die wichtigsten Dinge auf mein Lenkrad gelegt. Frag mich natürlich, wie praktisch es ist, wenn man am Lenken ist und irgendwo drücken muss. Aber ich wollte gerade sagen, die Formel 1 Rennfahrer machen das auch, aber die lenken ja kaum. Die tippen ja nur ein bisschen in die jeweilige Richtung. Da ist nicht viel Lenken. Das Lenken ist ja nur... Ja, egal. Wie gesagt, Scheibenwisch habe ich draufgelegt hier. Fernlicht. Hupe. Und Tempomat. Den sieht man jetzt nicht. Außer ich ändere das Display. Ja, sieht man trotzdem nicht. Was noch? Hier Gang hochschalten. Also halt viel mehr auf Drive. Neutral Rückwärtsgang. Ja. Alles da. Hier habe ich die Feststellbremse. Handbremse. So. Retarder. Man sieht es hier. Mal kurz auf. Ich bin runtergehen. Hier, Retarder. Da. Kann ich es schön komfortabel bedienen. Und die Motorenbremse. Ja, das sieht man, das hört man nur dann, wenn ich, das kleine Luft da wieder wäre. das sieht man nur, hört man nur, wenn ich dann am Fahren bin, tatsächlich. Werdet ihr bald merken. Unten habe ich Warnblinklicht, Licht an sich, dann die Sicht wieder auf Zentrum, also wieder auf normal, wenn ich hier zum Beispiel rüber schaue, zack. Aber ich mache mal das Ding hier aus. Nee, mal F3 war es. Genau. Ich kann meine Kleine benutzen. Sollen wir mal ein bisschen hier nicht so verwöhnt mit dem riesen Display. Und eigentlich müsste ich ja auch dann ja auf die anderen Spiegel rüberschauen. Aber das ist, ja, vielleicht mache ich es irgendwann doch, dass ich diesen rechten Hilfsspiegel ganz ausschalte und mich nur auf meine ganzen 1, 2, 3, 4 rechten Spiegel hier verlasse. Aber mitten am Fahren kurz hier rüber, ich meine, echt drehe ich nur kurz den Kopf und aber vielleicht gewöhne ich mich dran, dann werde ich ihn ausmachen. Aber im Moment bin ich noch ein bisschen hier Pussy und lasse ihn noch einfach mal so, wie er ist. So, würde ich sagen, let's roll, weil es nicht Spritball alle ist. Okay, Bremse gelöst, jawohl. Da kann ich das mal einlegen. So, jetzt. La 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 la. Blinker reinmachen. Kommt was? Macht der Fenster runter. Oh. Oh. Mal kurz. Ach nee. Ah, ja. Ist ja eine Beschleunigungsspur. Also okay, dann sind wir mal ganz frech. Fahren einfach mal raus. So, ziehen rüber, kommt gerade nichts. Ich sehe zumindest nichts kommen. Höchstens einer kommt ohne Licht. Der kommt ohne Licht. Ich habe doch schon die Scheinwerfer Reichweite auf maximal eingestellt. So, Vollgas. Einmal Gas geben. Licht an. Ja, eigentlich schon auf maximale Reichweite gestellt. Ich habe jetzt gerade diesen, was aber ich glaube, ein kleiner Bus oder ein Transporter, habe ich gerade nicht gesehen, dass da irgendwas kommt. Also, Naja,
ich habe eh schon abgehängt. Aber ich finde immer noch, dass die dass der LKW viel zu genau reagiert. Wow, ich fahr. Wow. Dass der noch viel zu schnell und exakt reagiert. Also ich. Ich meine, ich fahre hier gerade wie ein Rennfahrer durch die Gegend. Ah. Und naja. Also, brr. Ich komme mir nicht vor, als würde ich hier in einem, was weiß ich, wie viel Tonner sitzen, mit schweren Stahlrohren hinten drauf, so wie das Teil reagiert. Also da stelle ich mir dann schon, oh, das ist laut. Ah, scheiß Regen. Da stelle ich mir dann doch schon vor, dass die ganze Sache etwas, ja, schwammiger und träger reagiert. Irgendwelche Sonntagsfahrer oder ich traue mich nicht bei Regen schnell, normal fahren, Autofahrer. Oh, jetzt gibt er doch Gas. Ja, Össi, was nun? Lass mich vorbei. Ah. Ah. Ja, der reagiert so hakelig. Ich meine, gut, ich bin noch nie wirklich so einen Lastwagen gefahren. Ich kann es mir halt nur vorstellen, dass ein riesen LKW schwer beladen. Aber wie ihr seht. Oh. Wie fahre ich gerade so schnell? Also, mir kommt so schnell. Mir kommt es vor, als würde ich nur 50 fahren. Ja, was ich ein sehr nettes Feature fände. Und zwar, wenn Lastwagen, LKW-Fahrer geben sich Zeichen mit Blink, rechts, links blinken, wenn dann der überholende LKW genug vorbeigefahren ist, um einscheren zu können. Das heißt, ich muss nicht warten, abschätzen, okay, ungefähr, muss ein bisschen weiter vor, bis ich dann einscheren kann, ohne den hinteren LKW mitzunehmen, sondern die blinken einmal so rechts, links mit dem Richtungsblinker. Das ist natürlich ein sehr nettes Feature, das mir hier gefallen würde. Ist ja Nacht, habe ich rausgefunden, dass man einfach sieht, wenn man blinkt, die Reflexion vom Blinker, ob die am anderen LKW ist oder ob die auf der Straße ist. Und dadurch ja, kann ich dann abschätzen, wann ich einscheren kann. Ich habe dazu sehr auf diesen komischen Heulstreifen, nenne ich ihn immer. Der heult ja eigentlich. Also entspanntes Truckerfahren ist das hier nicht. Ich komme mir echt vor wie auf einem Rennring, Nürburgring, Hockenheimring, whatever. Ja, obwohl ich nur 80 fahre. Ne? Aber vielleicht ist es ja extrem schnell für einen Lastwagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich hätte eigentlich auch gerne mein Lenkrad noch ein bisschen unempfindlicher eingestellt. Aber wahrscheinlich muss ich mich nur dran gewöhnen. Das ist doch relativ, dass es relativ empfindlich ist. Ich meine, auch bei einer hohen Geschwindigkeit ist Lenkrad ja auch super empfindlich, also das wird dann nur kurz, man korrigiert dann nur minimal, um eine Lenkung zu erwirken. Ja. Okay, jetzt kann ich euch das mal demonstrieren mit dem Blinker. Kommt nichts, okay, rüberziehen. So, wann ich sehe, wenn mein Auflieger, wann der weit genug an dem überholenden Fahrzeug vorbei ist. Mal Blinker an, seht ihr? Ist reflektiert. Ja, jetzt reflektiert es auf der Straße. Der hintere Blinker mache ich natürlich. Und ich weiß, ich bin genug am überholenden Fahrzeug vorbei, um zurück auf die rechte Spur scheren zu können. Ihr Tank ist fast leer. Ja, egal. Okay, machen wir mal den. So, Motorbremse, Achtung! Jetzt
das war jetzt irgendwie, upsie, habe ich aus Versehen die Handbremse, glaube ich, aktiviert. Naja, aber ja, ihr habt gesehen, Motorbremse funktioniert. Dann heult er so schön auf dem Motor, Retarder, den hört man nicht so sehr. Ne? Man hört ein bisschen dieses, ja, so ein hohes Rattern, Vibration vom Motor. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mal vor vielen Jahren tatsächlich nachgelesen, wie so ein Retarder funktioniert. Aber ich würde es nicht mehr zusammenbekommen. Keine Ahnung. So. Okay, alles umblinken. Ja. So, jetzt. Ja, München. Ach, ich könnte gleich auf der anderen Spur bleiben. Sehen Sie. Reinmachen. So, ihr merkt, wir haben ein bisschen so auf, ja, so ein hohes, ja, der Motor reagiert irgendwie so, ein hohes, leichtes Heulen. So. Jetzt schön bergunter. Es ist natürlich, dafür ist der Retarder ja auch, soweit ich, denke ich mal, gedacht, bei Bergfahrten. Bergfahrten, um die einfach, dass du nicht dauernd auf der Bremse stehen musst, sondern einfach im Prinzip immer eine leichte Bremswirkung aufrechterhalten. Das ist immer so ein bisschen. Oh, was, bin ich müde? Nein. Dass sozusagen immer eine leichte Bremswirkung da ist, ohne dauernd immer Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben. Ich denke mal, das ursprüngliche Problem war, ist vielleicht immer noch, dass die Bremsen irgendwann überhitzen, wenn man zu. Ja, ich sag mal, stundenlang den Berg runterfährt, immer bremsen muss. Wo stundenlang ist vielleicht total übertrieben, das ist vielleicht nach ein paar Minuten schon, je nach Größe des Lastwagens. Größe des Lastwagens, dass da innerhalb von kurzer Zeit die Bremsen überhitzen und natürlich auch die Bremswirkung dann deutlich nachlässt. So, muss man hier irgendwo abbiegen jetzt, ne? Nein, nicht hier. Hier. Ah, da müssen wir rein. Genau. So. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte es ungern riskieren, einzuparken. Bin ich müde. Na gut, müde wäre ja egal, aber wenn der Sprit. Beim Einparken, was mache ich dann? Habe ich dann versagt? Dann muss ich den Abschleppdienst rufen, wenn ich ihn hier auf dem. Wäre man dann draußen zu finden. So. Tja. Riskieren? Okay, komm. Jetzt wird es interessant. Jetzt versuche ich es mal wirklich so einzuparken. Gas, Gas. Ich hoffe, wenn wir nach vorne schauen, ob da irgendwas ist. Nein, da ist nichts. Ah! Ach, die Saugnäpfe halten hier nicht, wenn man längst da. Moment. Moment. Gegenlenken ein Stückchen. Ah, voll gut. So, jetzt. Da ist doch irgendwas, oder?
Ja, da ist irgendein Pfeiler. Ui. Rückwärtsgang. Gegenlenken ein Stückchen. Na, andere Richtung. Nein. Okay, jetzt haben wir einigermaßen gerade, oder? Ja. Okay. Sieht gut aus. Noch ein bisschen. Gegenlenken. So, spiegelnass, ja, was ein Scheiß. Na, ein Stückchen, ja, nicht ganz so schön, aber ich denke mal, es wird das akzeptieren. So. Gerade, ja. So, gerade lenken, ja. Noch rüber. Ich weiß nicht, wie weit ich hinten dran bin. Okay. Ach, bin hinten schon. Okay. Na, hat's nicht akzeptiert. Dann mal etwas weiter. Okay, ich bin wohl hinten schon am. Ein bisschen korrigieren. So. Okay, irgendwie kriege ich es gerade nicht gebacken hier. So, ein Versuch noch. Das war doch gerade. Zurück. Vorsichtig. Da war gerade das T. Ah, oh, es ist fies, da war gerade das T. Oh. Ah, jetzt! Yay! Geschafft! Yay, ausgezeichnet! Ich muss sagen, nicht schlecht. Das war mein erstes Mal, dass ich komplett ohne Außenansicht eingeparkt habe. Na, bin ich gut oder was? Ich weiß nicht, ob es am Lenkrad liegt oder. Ich meine, mit dem Lenkrad hat man schon ein bisschen so mehr das Gefühl, ich meine, was man vom Autofahren gewohnt ist. Ne? Einfach hier rechts, links lenken, so dieses, so ein bisschen zumindest kriegt man hier schon. Aber. Ja, na, nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, was haben wir hier alles? Ja, Basisvergütung, bla bla bla, Erfahrungsbonus, Level 5.
Fernfahrt, dringende Fahrt, dringende Lieferung, Bonus fürs Parken des Aufliegers. Gut gemacht. Sehr schön. Alles klar. Machen wir hier noch Just-in-Time-Lieferung. Fertige Fracht. Was gibt es hier? Bonus. 6%. 10% höher. 15. Hochwertige Fracht. Oder hier oben. Einen Bonus. Um das Einkommen erheblich zu erhöhen. Ja, pff, nee, komm, das ist immer unnötig, denke ich mal. Es war unnötig im ersten Jahr. Wahrscheinlich am Anfang darf man sowas gar nicht fahren. Gut, ich würde sagen, einfach mal hier Just in Time. Ich fahre einfach dazu. Dann muss ich hier Schnellaufträge machen, anwenden. Zack. Alles klar, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Knorker, die Derbyoten. Macht's gut. Bye bye, bye bye. Macht's gut. Bye bye, bye bye.